Hallo Kids, Grundtaktik. Ma, das klingt kompliziert, oder? Keine Sorge, es ist ganz einfach. Ich habe einige Grafiken für euch vorbereitet und mit Hilfe dieser Grafiken werden wir uns dem Thema widmen, was ganz einfach für euch am Spielfeld zu beachten ist. Hast du schon mal das Thema Spielaufbau gehört? Dann pass jetzt besonders gut auf. In dieser Grafik baut das blaue Team das Spiel auf. Siehst du das bei diesem Durcheinander überhaupt schon? Natürlich nicht. Also die müssen natürlich ihre Position verändern. Die Pfeile zeigen dir das. Die zwei defensiveren Spieler ganz weit hinaus auf die Seiten und die zwei offensiveren Spieler entgegenkommen, dass sie halb zentral angespielt werden können. Das orange Team in diesem Fall versucht nach dem ersten Ballkontakt die Gegner abzufangen und deswegen mussten sie auch, siehe diese orangen Pfeile, ihre Positionen verändern. Nach dem ersten Ausspiel darf attackiert werden. Standardsituationen, sagt dir dieses Wort etwas? Das heißt, der Ball ist ruhig, er liegt. Passiert ja im Spiel eigentlich selten. Aber bei Out oder Eckbällen oder auch beim Torabstoß ist es tatsächlich der Fall. Pass gut auf, was die Grafiken dir hier zeigen. Oh je, was sehen wir hier? Die Mitspieler des orangen Schützen sind alle hinter den blauen Gegenspielern versteckt. Wie soll der Ball denn hier zu ihnen kommen? Was müssen sie also tun? Sie müssen dem Ballbesitzenden entgegenkommen. Das gilt übrigens auch beim richtigen Match, dass wir dem ballführenden Spieler entgegenlaufen sollen und nicht weg. In diesen Positionen können sie jetzt viel besser angespielt werden. Klappt doch ganz gut, oder? Wenn wir Gegenspieler in der Nähe unseres Tores haben, sollten wir sie dort nicht alleine stehen lassen. Das nennt man dann Decken. Und wie das richtig geht, das zeige ich dir jetzt mit den nächsten Bildern. Hier sehen wir drei orange Angreifer viel näher zum eigenen Tor als die blauen Verteidiger. Was müssen diese drei, die jetzt nicht den Ball führen, attackieren, tun? Die Pfeile zeigen es dir. Ab nach hinten und dem Gegenspieler den Weg zum Tor versperren. Die Endposition siehst du auf diesem Bild. Und schon können wir den Ball erobern und selber einen Gegenangriff starten. Und? War es schwer? Ich glaube nicht. Schon beim nächsten Spiel wirst du das sicher ganz toll umsetzen.